Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video Seven Days Since Grand Cross. Ich war ein paar Tage abwesend. Das liegt daran, dass es ein bisschen erkältet war und ich mich lieber ein bisschen auskuriert habe mal die letzten Tage. Aber diese Woche habe ich Urlaub, das heißt, es kommen auf jeden Fall aktiv Videos. Gestern haben wir nicht die Update-Vorschau gemacht, aber ich muss sagen, es kam auch nicht viel Neues. Es kam eigentlich nur das Super Awakening 6. Und da müssten wir ja eigentlich hier ein paar Super Awakening Coins bekommen. Ich habe es mir gar nicht angeguckt, da ging ja einmal... Genau, hier haben wir 130 Super Awakening Coins, die nehmen wir natürlich. Oh, mein Gegenstandslager ist voll. So, jetzt kann ich sie abholen. 130 Stück nimmt man gerne mit. Und wir schauen uns heute mal an, was denn das Super Awakening 6 bei bestimmten Charakteren ausmacht. So, und wir schauen heute mal, was das Super Awakening 6 bei den Charakteren denn so ausmacht. So, sind jetzt hier bei den Charakteren, haben jetzt natürlich überall wieder ein Ausrufezeichen, denn wir können jetzt alle Charaktere auf Super Awakening 6 bringen. Sortieren hier einmal nach Erwecken. Und ich sag euch auch, welche Charaktere ihr natürlich auch als erstes auf Super Awakening 6 bringen solltet. Ich denke mal, zur Zeit ist es am wichtigsten, beim großen Vogel die Charaktere, die ihr dort benutzt, auf jeden Fall auf Super Awakening 6 zu bringen. In dem Fall wäre das natürlich bei mir der Rieri. Es wäre die grüne oder die rote Liz, wenn man sie benutzt, oder die grüne Diane. Dann natürlich Zariel. Es sei denn, man hat den neuen Charakter aus der Ragnarok-Story. Der ist sogar ein bisschen besser als Zariel, aber dann bräuchtet ihr die Ulti auf jeden Fall ein bisschen höher als 1,6. Und wir schauen uns mal an, welche Charaktere denn hier einen richtig guten Bonus bekommen haben und welche Charaktere denn vom Spiel richtig hops genommen worden sind. Einer der Charaktere, wie ich finde, der vom Super Awakening 6 richtig hops genommen worden ist, ist hier unser Purgatory Barn. Denn wenn wir hier aufs Super Awakening 6 gucken, wir bekommen mit ihm nur 2000 Leben, aber 400 Angriff, und da bei ihm alles auf Leben skaliert, bringen uns diese 400 Angriff natürlich überhaupt nichts. Deswegen meiner Meinung nach einer der Charaktere, die hier richtig hops genommen worden sind. Trotzdem tue ich ihn hier schon auf Super Awakening 6 bringen, denn in PvP mit dem neuen Twigo, wenn man das Relikt dann hat, oder auch wenn man das, das Relikt dann für Purgatory Barn hat, ist er trotzdem extrem stark. So, damit ist er jetzt tatsächlich der erste, den ich hier auf Super Awakening 6 bringe, aber das soll nicht die Rangliste sein, anhand der ihr das macht. Also ich würde als erstes die Charaktere nehmen für den großen Vogel und dann würde ich natürlich schauen, dass ihr euer PvP-Team, was ihr zurzeit hauptsächlich benutzt, dort die Charaktere auf Super Awakening 6 bringt und natürlich auch die Sub-Charaktere, die ihr unten reinpackt. Dann haben wir einen Charakter, der auch ziemlich damit genervt wird, und zwar ist das natürlich hier unser Ludusiel, denn ja, er braucht viel HP, um viel CC zu bekommen, bekommt hier aber nur 4000 HP von möglichen 10.000, was natürlich dafür sorgt, dass viele Charaktere ihn jetzt hier in der CC auf jeden Fall out-CC'en werden. Ich benutze Ludusiel trotzdem gerne, dadurch, dass er mega gut bei mir ausgebaut ist, wird er trotzdem die meisten Charaktere unter seine Passive stellen. Dann haben wir Charaktere, die sehr, sehr gut davon kommen mit dem Super Awakening 6, wie zum Beispiel, wie ich finde, hier unsere Lolly Merlin. Denn wenn wir ihr Super Awakening angucken, bekommen wir 10.000 HP plus wir bekommen sogar 100 Angriff. Das heißt, hier bekommen wir eigentlich das Maximale an CC raus, was wir hier rausbekommen können. Wer ein ähnliches Super Awakening hat wie Lolly Merlin, ist hier zum Beispiel, wem sie auch gut gegönnt haben mit dem Super Awakening 6, ist Lostvane Meliodas. Denn er bekommt hier tatsächlich 8000 Leben und 400 Angriff obendrauf. Er hatte davor schon sehr viel Angriff, jetzt wird er wahrscheinlich einer der Charaktere sein, gefühlt mit einem der höchsten Angriffe. Und damit sprengt er tatsächlich bei mir auch die 60.000 CC. Dann haben wir natürlich Charaktere, die wir auf jeden Fall auf Super Awakening 6 bringen wollen, wie zum Beispiel einen Deathpierce oder sowas, wenn wir den hinten drinnen benutzen, bekommt hier tatsächlich auch 8.000 Leben, also bekommt hier auch ein relativ gutes Super Awakening 6. Denn ich würde mal sagen, alle Charaktere mit 8.000 oder 10.000 Leben dazu bekommen hier ein relativ gutes Super Awakening, während andere Charaktere mit 2.000 oder 4.000 hier ziemlich schlecht abschneiden. The One ist auch ein Charakter, der sehr gut abschneidet, denn er bekommt hier 9000 Lebenspunkte dazu, was natürlich fast das Maximum ist. Das heißt, er ist jetzt auch dadurch der Charakter mit der höchsten Kampfklasse im ganzen Game. Das heißt, wenn ihr ihn mit einem HP Death Set habt, was ich euch auf keinen Fall empfehlen würde, denn dann macht ihr viel zu wenig Schaden, ist er der Charakter, der die höchste CC im ganzen Spiel hat, durch Super Awakening 6.
Und ja, so geht ihr auf jeden Fall durch. Wie gesagt, wenn ihr meine Meinung wissen wollt, als erstes die Charaktere vom großen Vogel, dann habt ihr es dort auf jeden Fall leichter, denn ihr wollt in den nächsten Wochen dort auf jeden Fall Materialien farmen, ihr wollt den schaffen. Deswegen auf jeden Fall die Charaktere, die ihr benutzt, dort auf Super Awakening 6 bringen. Dann natürlich das Wichtigste, dass ihr eure PvP-Charaktere auf Super Awakening 6 bringt. Und dann gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Margaret bekommt hier natürlich, dadurch, dass sie ein relativ neuer Charakter ist, auch ein relativ gutes Super Awakening 6 mit 8000 Lebenspunkten dazu. Dann, wer meiner Meinung nach natürlich nie fehlen darf, sind Zariel und Tamiel. Wenn man sie 6-6 hat, dann muss man auf jeden Fall ihnen ein Super Awakening 6 geben, denn dann sind sie natürlich einer der besten Subslot-Units, die man reinpacken kann. Bekommen hier auch 8000 Leben dazu. Das heißt, auch die werden von der Marvel nicht vernachlässigt, nicht so wie Ludusiel. Denn ja, bei Ludusiel sieht es wahrscheinlich so aus, dass sie einfach ihn ein wenig schlechter machen wollen, da ja sozusagen der neue Ludusiel im Körper von Margaret draußen ist und ihn ein bisschen pushen wollen, ihn hier ein bisschen schlechter machen wollen, damit mehr Leute hier Margaret spielen. Dann haben wir Tamiel, kriegt hier auch 8000 Lebenspunkte. Dann, auch wenn sie mittlerweile sehr, sehr selten gespielt wird, würde ich Ellie anhand alleine wegen ihrer hohen Kampfklasse, aber zurzeit hat wegen dem Vogel meine grüne Liste das URG, hat sie hier 60.900. Ich denke mal, auch nach dem Super Awakening, trotz nur 6.000 HP, wird sie bei mir der Charakter sein mit der höchsten CC. Denn ich denke mal, sie wird jetzt ungefähr 62.500 CC haben. 62.800. Und so geht ihr natürlich durch. Ich weiß, nicht jeder wird direkt so viele Super Awakening Coins haben wie ich. Das heißt, ihr geht natürlich euer PvP-Team durch. In dem Fall, wenn ihr Purgatory Bahn spielt, dann müsst ihr natürlich Excalibur, Arthur, Twigo und sowas, alles, was ihr dort in dem Team spielt, auf Super Awakening 6 bringen. Das sind erstmal so die Main-Charaktere für mich. Dann werde ich auf jeden Fall noch Derrieri das Super Awakening 6 verpassen. Ich werde der Diane das Super Awakening 6 verpassen. Ich werde hier auf jeden Fall der Liz das Super Awakening 6 verpassen. Die bekommt auch 8000 HP. Ich denke mal, die kann ich auch jetzt schon hoch machen. Denn ja, bis jetzt habe ich ein paar Mal nämlich versucht, den großen Vogel im zweiten Stockwerk zu legen. Aber leider war es mir nie vergönnt, dass ich genügend Verspottenkarten von Derrieri hatte. Deswegen bin ich der Meinung, ich denke mal, wenn man mit Diane tatsächlich durch den ersten Stock sehr gut durchkommt, ist sie für den zweiten Stock die bessere Wahl, da bei ihr ihre Verspottenkarte auf Bronze schon 3 Runden hält. Damit hat man ein viel leichteres, denn sobald ihr Verspotten drauf habt in der zweiten Phase vom zweiten Stockwerk, werdet ihr nicht mit der AOE angegriffen, also ihr werdet angegriffen, aber ihr bekommt keinen Schaden. Das ist der Unterschied. Das heißt, wenn ihr keinen Verspotten drin habt in der zweiten Phase, ist euer Team instant direkt tot. Was es dann nicht ist, wenn ihr Verspotten drauf habt, dann bekommt ihr nämlich gar keinen Schaden auf die anderen Charaktere. Auch Diane bekommt... Oha, hat Diane hier gerade 12.000 Leben durch Super Awakening dazu bekommen? Kann ich mir die Stats vom Super Awakening nochmal anschauen? Nee. Aber es scheint so. Also Diane auf jeden Fall auch mega gut, gerade für den Vogel jetzt. Was mir auch aufgefallen ist, sind dass Charaktere, die zurzeit eher selten gespielt werden oder teilweise auch gar nicht, dass die sehr, sehr gute Super Awakening Stats bekommen. Denn wir haben hier zum Beispiel einmal den grünen Gopher. Der bekommt hier nur 8.000 Leben dazu, während der rote Gopher tatsächlich 10.000 dazu bekommt. Das können wir uns hier einmal anschauen. Das heißt, da haben sie ein bisschen einen CC-Boost für den roten rausgehauen. Denn wenn wir hier den roten anschauen, kriegen wir hier 10.000 Leben. Und wenn wir uns den Charakter, die beste Subslot-Unit für den Gopher anschauen, ist das ja immer der blaue King. Und der blaue King bekommt tatsächlich hier auch eine sehr gute Super Awakening 6 mit 10.000 Leben. Das heißt, den benutze ich auch gerne. Und damit sind tatsächlich meine Super Awakening Coins für den ersten Moment erstmal aufgebraucht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal sparen, um wichtige Charaktere wie zum Beispiel die grüne Merlin, die man natürlich als Subslot-Unit für The One benutzt. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber ich wollte mir jetzt erstmal hier die ganzen Charaktere hochmachen. Super Awakening Coins kann man sich ja auch erfarmen. Im Dungeon habe ich seit Wochen nicht gemacht, meine Keys sind relativ voll. Und ja, ich wollte mit euch auf jeden Fall mal das Super Awakening 6 angucken, spezielle Charaktere angucken, was sie denn im Super Awakening bekommen. Und ich dachte eigentlich 10.000 Lebenspunkte wäre das Maximum, aber so wie ich jetzt bei Diane gesehen habe, sind es 12.000. Wäre mal interessant zu wissen, ob ich noch einen anderen Charakter auf die Schnelle finde, der auch 12.000 Leben dazu bekommt.
Nee, tatsächlich auf die Schnelle habe ich jetzt keinen Charakter gefunden. Aber wenn ihr noch Charaktere findet, die hier 12.000 Lebenspunkte dazu bekommen, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Oder falls ihr Diana noch nicht auf Super Awakening 6 gebracht habt, ob es wirklich 12.000 waren. Weil vom HP-Wert, der hochgegangen ist, waren es ja 12.000. Also müssten es eigentlich auch 12.000 sein. Aber ja, damit haben wir jetzt Super Awakening 6, was ich ziemlich nice finde, denn mich hat dieser eine gelbe Stern immer gestört. Jetzt hat man hier die komplette rote Leiste drüber. Da kommt, glaube ich, ein bisschen der innerliche Monk in mir hoch. Dann soll es mit dem Video von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und heute, ein bisschen verspätet, kommt auf jeden Fall auch noch das Video für den Turm der Prüfungen, Stockwerk 10, 11 und 12. Und da würde ich sagen, bis später im nächsten Video.